schon besser. Und dann nach oben. Ja, schon besser. Ja, sehen Sie. Ich bin hier bei Familie Michelbach in Beutelsbach. Und Frau Michelbach hat mir jetzt gezeigt, wie Kalligrafie funktioniert. Und ich durfte üben. Und jetzt so? Ganz Shiruta, ja. So? So. Meister fällt natürlich nicht vom Himmel. Und ich habe jetzt versucht, meinen Vornamen zu schreiben. Also Bernd heißt auf Japanisch Berunto. Und man kann schon sehen, ich hatte noch so meine kleinen Schwierigkeiten. Frau Michelbach hat es natürlich viel schöner gemacht. Sie hat ja auch wirklich jahrzehntelange Erfahrung. Setzen Sie Pinsel. Und dann lassen Sie ein bisschen Pinsel nach oben schwingen und dann wieder betonen und dann hoch. Man muss üben bei der Kalligrafie, das habe ich jetzt auch gelernt. Es reicht nicht, das ein paar Mal zu tun, man muss es wirklich jeden Tag machen und sei es nur kurz, vielleicht nur 10 Minuten. Und wichtig ist auch eine gute Körperhaltung, dass man sich ganz auf den Moment konzentriert. Und natürlich auch mit dem Kopf mit dabei ist. Ne? Es ist auch eine geistige Übung, die Kalligrafie.